Und weiter geht's mit Let's Play Ancestors Legacy. Den zweiten Teil der dritten Kampagne, der zweiten Slavenkampagne. Nicht so viel drüber nachdenken. Ich hätte euch eigentlich lassen sollen. Die Bogenschützen hätten das wunderbar gerattert. Jetzt sind zu viele Truppen da. Jetzt gibt's bestimmt Eigenbeschuss. Mann, ich hätte gerne Borislav Jenkins dabei, weil der könnte alle Truppen buffen außenrum noch. Nochmal pornöser werden alle. Aber schon interessant, dass wir gegen die Wikinger hier antreten gerade. Nur die haben ja ihre Berserker-Infanterie, gegen die wir hier kämpfen. Auch wenn die überhaupt nichts ausrichten können gegen unsere Speerträger. Okay, nochmal bitte die Verteidigung erhöhen, dann nochmal die Fernkampfangriffe effektiver machen. Ich glaube, das geht leicht ab. Gehen wir mal Richtung Brücke. Ihr kommt mal mit. Hatten wir, glaube ich... Ne, das waren die Ställe. Wo war die Schießenlage? Da. Mehr gab es nicht zu tun. Hohe Feuerrate, schlechte Moral. Ja gut, schlechte Moral ist kein Problem, wenn die Gegner wegen der hohen Feuerrate gar nicht erst an einen rankommen, ne? Aua! Komm, macht ein bisschen schneller. Genau so. Weiter! Watz! Hälfte Bogenschützen tot. So. Turm erledigt. Holt euch mal die Bogenschützen. Da kommt die Reserve. Schade, dass ich ein paar der Bogenschützen verloren habe. Obwohl, so weit vom Dorf sind wir gar nicht entfernt. Ja, schön. Borislav liegt auf der faulen Haut. Boleslav, deswegen hast du mich vorhin auch gewundert. Irgendwie habe ich immer Borislav im Kopf. Boleslav. Feuerzangen Boleslav. So, die kommen nicht allzu weit. Ja, hi. Sichtweite erhöhen? Hm. Warum sehe ich euch jetzt ewig lang nicht? Ist ja echt ein toter Winkel? So gemein. Ist mir wurscht. Ich schieße euch kaputt. Warz und warz und warz. Das ist so abartig. Wir sind gerade mal Stufe 2. Wollte gerade sagen, warum hört das auf? Mit diesen Bogenschützen, bitte, würdest du damit kämpfen wie ein echter Krieger? Ja, Fernkampfangriffe effektiver machen, warum nicht? Ist eine gute Idee. Ich hätte tatsächlich gern noch einmal Bogenschützen zusammen mit den Speerträgern. So. Mischko, du guckst einfach mal da unten. Die werden nicht sehr weit kommen. Wegen dem Turm, den ich hier habe. Okay, der war nicht schlecht. Hey, nicht faulenzen bei der Arbeit.
Unsere Rüstungen? Allgemein kann ich überall die Rüstung nochmal aufpimpen. Seid ihr richtig schön schwer gepanzert. Oh, hi! Alter, die gehen so ab. Ey, nur am Rummaulen. Unglaublich. Mods, 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 Mods. Erstmal ein bisschen hier. Sonst renne ich mitten in die Gegner rein. Diese Feuerratenerhöhung ist kaputt, einfach nur. Da hab ich dann halbe MG-Nester einfach aufgestellt, wenn die Feuerrate erhöht ist. Globaler Versammlungspunkt. Schön, dass ich den jetzt erst entdeckt. Das ist verdammt praktisch. Yay. Oh, warum? Ja. Das war noch nicht alles. Boah, wie die so geslidet sind dabei noch. Oh, okay, das könnte eklig werden. Ja, genau. Ey. Kurva, they destroyed the bridge. Quickly find another place to build one. Na gut. Dann stocken wir uns oben wieder auf. Build the next bridge in another place. Ja, zweimal den gleichen Witz ist jetzt auch nicht das Beste. So, ihr ballert mir mal schön die Kavala. Nicht schlecht, ne? Okay, schicken wir mal die Speerträger zur Hilfe rein, weil jetzt tut es dann doch ein bisschen weh und so ein werten Herren. Komm, komm, das geht noch rechtzeitig. Nein! No. Kein Problem. Krieg mal. Gut, wir haben eh Kontereinheiten. Aber hey. Und erwischt. Gehen wir zurück, stocken uns eben nochmal auf. Dann gehen wir zur Brücke. No problemo. Wir haben immer noch zwei Einheiten übrig. Wir können eigentlich wirklich nur Bogenschützen spammen. Wir können ja tatsächlich so Fire and Forget machen mit Bogenschützen. Lass mal wirklich hergehen. Nur Bogenschützen haben und wenn der Gegner eine Einheit Bogenschützen im Nahkampf bindet, dann sind es uns quasi unsere Opfergnome, unsere Opferlämmer. Und alle anderen Bogenschützen feuern auf diese eine drauf. Dann haben wir zwar eine Einheit verloren, aber wir kriegen die Nahkämpfer auch alle tot. Also einfach so volle Kanne Fire and Forget Bogenschützen rausspammen. Vielleicht ist es mit den Engländern noch gar nicht mal so eine inoffizielle Taktik, könnte ich mir vorstellen. Einzige, was da wirklich kontern kann, sind starke Kavallerienationen wie die Deutschen vielleicht. Ansonsten wird das echt eklig. Selbst mit Infanteristen mit Schilde heben dürfte das übelst eindreschen noch. Obwohl, ich glaube, mit genug Infanteristen mit Schilde heben, ich glaube, wir können da ganz gut gegen ankommen dann. Aber darauf muss man sich erstmal einstellen, wenn man damit überrascht wird, so relativ. Guckt mal erstmal doof. Okay. Dann mal hinauf mit euch. Ihr werdet... Okay. Ich muss also mit Shift kann ich mehrere nacheinander auswählen. So. Bisschen hinten bleiben. Hallöchen.
Wow. Meschko, geh mal weg. Das wird ein bisschen eng. Die Furt wird locker. Ja, sie ist schon überrannt. Mäh. Komm, wir holen uns mal kurz von den Verlusten. Obwohl, den Wachturm können wir eben kaputt machen noch. Daka, 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 daka. Build the bridge here! Onward! Na, ich möchte mit der Brücke noch ein bisschen warten. Ich möchte erstmal meine Einheiten erholen lassen. So, erledigt. Ja, ich ging jetzt ziemlich schnell down. Ich glaube, da haben alle Fernkampf auf ihn geballert oder so. Das ging dann doch ein bisschen zu schnell für mich. Das war dann doch arg knapp. Knapper als mir lieb ist. Ich könnte die Bogenschützen ja mal mit besseren Rüstungen ausstatten. Es wird sie vor allem besser vor feindlichen Fernkämpfern noch beschützen, aber die Beweglichkeit ist schon praktisch, die sie haben. Ja, dann lass mich halt die Brücke bauen, Junge! Hier schön provozieren, der kommt doch rüber, wenn er euch traut. Dann alles verhindern, dass ich rüberkommen kann. So kann man es natürlich auch machen. Zum Sinne, du traust dich doch eh nicht. Und dann schön nur dafür sorgen, dass man es gar nicht machen kann. So blöd es sich auch anhört, aber es gibt genug, die so einen grundsätzlichen Charakter besitzen, einfach so. Die tatsächlich so in die Richtung gehen und quasi verarschen will ich nicht mal nennen. Es geht schon wirklich in Richtung Trollen. So, wo stelle ich mich am besten defensiv auf? Von wo würden die Gegner kommen? Ich nehme mal an, von da unten, ne? Jetzt können wir uns nicht mehr so schön aufstellen defensiv, aber zumindest so. So in der Richtung, dann schicke ich einen schönen Strupp-Speerträgerin zusammen mit dir. Hey, what are you waiting for, Lockheed? Is the water too cold for cunts like you? You know why they are building bridges? Das ist Wahnsinn. You son of a bitch. I'm not waiting any longer. Fuck the bridges. Fuck the river. Come here, you shit. I'm going to gut you and make your friends watch. Forget the bridges. Attack the enemy. Cowards. Come here and fight like real warriors. This is... Das war absichtlich, diese ganzen Provokationen. Ich glaube, das war tatsächlich geplant, dass die Boleslav hier über den Fluss locken. Einfach weil, die kennen wahrscheinlich seinen Charakter. Entweder nicht nur seinen Charakter, oder die versuchen allgemein. Alter. Kein Problem, das schafft er. Ist das wirklich historisch, was hier passiert? Ey, das ist wirklich Boleslav Jenkins. Könnt mir nichts erzählen. Das ist Boleslav Jenkins. Wenn der so nicht in den Geschichtsbüchern drin steht, bin ich echt enttäuscht. Komm ich überhaupt drüber? Jetzt verlieren wir bestimmt, weil Boleslav stirbt, oder? Nein, ich glaube, es ist schon... Nee, er zieht sich zurück. Er überlebt das sogar. Das muss man sich mal überlegen. Guck mal, gegen wie viele der da reingerannt ist. Alter, da kann ich die gerade nieder. Ja, jetzt fallen die doch selbst drauf rein.
wie die jetzt selbst über den Fluss rennen, ne? Ihr Deppen! Ich krieg die jetzt alle sowas von zerhackstückt hier gerade. Das ist ja abnormal. Ja, leck mich! Komm, da geht noch mehr. Ganz hinten rein. Oh, habe ich tatsächlich... Ich habe eine Einheit verloren. Okay, hört auf zu schießen. Ich glaube, jetzt habe ich noch ein bisschen viel Friendly Fire verursacht. Dann kriege ich noch die amerikanische Staatsbürgerschaft. So, komm. Nochmal ein Spähträger. Ihr könnt euch um mögliche Verstärkungen kümmern. Was geht denn hier noch so ab? Uiuiuiui. Ja. Wir haben auf jeden Fall die bessere Infanterie. Und noch einen Helden dabei. Na komm, die Bogenschützen können schon mal ein bisschen weiter und sich darum kümmern. So, Fernkampfverteidigung werdet ihr jetzt eben brauchen können gegen die Herrschaften da hinten. Und weg. Die Bogenschützen. Ey, das ist der Bulleslauf wieder. Ja, ein Trupp ist sogar noch komplett unbeschädigt. Jetzt zieht euch mal zurück um euch. Zumindest ein bisschen zu heilen. Schwabbel, hat er gesagt. Schwabbel. Oh, ich merke gerade. Es reicht, wenn ihr den in die Flanke fallt, den Rest machen die Bogenschützen. Dacker, dacker und tot. Du brauchst gar nicht die Feuerrate. Schildträger sind so gerade ein bisschen mein Kryptonit. Vorsichtig. Boah, warum? Die waren jetzt ein Stück zu schnell. Für meinen Geschmack. Alter Falter, was kommt denn da alles noch? Geht dir mal entgegen. Ihr holt euch mal kurz. Und ran da. Ihr könnt es mit dem Speerwerfer natürlich auch lassen, kein Problem. Ja, die schießen jetzt auf ihre eigenen Truppen. Aber genau für sowas. Holen wir uns mal Kavallerie. Da jetzt ein schnelles Flankierungsmanöver wäre schon praktisch. Okay, schön. Das Rathaus ist auf jeden Fall down. Oh, Boleslav. Boleslav hat mich jetzt gerade ein bisschen gerettet, muss ich sagen. Sonst hätten jetzt weitergeballert. Das könnte knapp werden, würden sie mit was Schlimmeren als Berserkern kommen. Ansonsten ist eigentlich noch alles Palette hier. Holen wir uns mal das Dorf da.
Dann müssen wir nicht mehr so weit weg, um uns zu verstärken jedes Mal. Sehr gut. Boleslav war einfach schon Leroy Jenkins, bevor er cool war. Bevor es an sich cool war. Das blinde Reinchargen. Der war einfach seiner Zeit voraus, der Typ. Wir können da schon schwere Kavallerie draus machen. Krawallerie. Was haben wir hier? Hier liegen ein paar Ballisten rum, alles klar. Trainieren die jetzt gerade ernsthaft Infanterie? Wann haben die denn wirklich das Gebäude wieder? Ah, kommt raus mit eurer Infanterie. Kommt schön raus. Genau. Sehr gut. Tschüss. Können wir eigentlich noch mal was verbessern oder sind wir? Wir sind schon auf dem Maximum. Alles klar. Na, der Abstand vom Charge muss ein bisschen größer sein. Haha, so hat's geklappt. Und unsere Kavallerie. Gut, da haben wir nochmal die Speerträger. Wo sind meine Kavalleristen? Ach, die habe ich schon hochgeschickt. Gut. Schön zu wissen. Was ich nicht so alles getan habe mittlerweile in meinem Leben. Schön. Aufstocken bitte. So, machen wir schon mal ein bisschen schwere Kavallerie draus. Ist gar keine schlechte Idee. Verstecken wir uns eigentlich im... Ja, Tatsache, wir verstecken uns mit Kavallerie in dem Gras. Das muss ja wirklich verdammt hohes Gras sein. Dass wir da keine Pokémon finden, wundert mich echt. Kommt mal rüber. Aber, Boleslav hat schon recht, nur Bitches brauchen Bridges. Na, hi. Zack. Er braucht schon Bogenschützen, um alles aus der Distanz abzumeucheln, ne? Kümmere ich mich lieber um die Türme mit den Bogenschützen. So, ein bisschen Fernkampfverteidigung und den Pfeilregen. Das ist absoluter Turmkiller. Ich dunkle, dann kann man auch ruckzuck das Rathaus wegwaschen. Einfach nur übel. Aber machen wir erstmal trotzdem die Türme. Und rein da. Vor Boleslav hier alles alleine. Das ist unser Ziel überhaupt. Nicht Boleslav zu retten. Nee, wir müssen das Rathaus vor Boleslav zerstören. Er wird das alleine wahrscheinlich. Das ist ja der Witz. So wie das sich zurückzieht oder angreift, der wird es wahrscheinlich auf lange Sicht ohnehin alleine schaffen, ne? Gut, okay. Es sei denn natürlich, dass die Basis wird überrannt. Bist du eigentlich stark gegen Sperrkämpfer gewesen? Nee, du warst schwach gegen Sperrkämpfer. Dann ist ja alles gut. Ja, irgendwie schon. Yay! Die Schlacht am Bug wurde geboleslaft. So kann man es nennen eigentlich. Wunderbar, alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Kapitel.